Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde erste Überholer 1. Zwei. Oh mein Gott, 1? Wieso komme ich auf 1? Erstmal weg, wir rasten jetzt erstmal. Ja, alle bitte heilen. Auch Kalender unbedingt heilen. Das wäre schon gut. So, komm, auf geht's. Alle Spiele sind voll ausgeruht. Wir hatten aufgehört vor dieser Türe, in diesem Dreiecksloch. Und jetzt gehen wir mal in die Tür rein. Hier befindet sich ein Pergament. Dies sieht wie eine ausgerissene Tagebuchseite aus. Die Architektur dieser Katakomben ist unglaublich und faszinierend. Man weiß von den Dunkelelfen und ihrer Vorliebe für Geheimgänge. Ich muss einfach diese Punkt. So. Hier finden wir auch ein weiteres Horn. Ich gucke mal schnell, wo muss es denn hin? Da muss es hin. Hörnchen 2. Und hier befinden sich noch ein paar Heiltränke. 2 und ein Geschwindigkeitstrank. So. Was auch immer das für Geräusche sind momentan, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wir haben hier hinten zum Beispiel noch... Die Mauer sieht nicht sehr sicher aus. Wir können auch auf die Mauer einschlagen, wenn wir möchten. Aber es passiert da ja nicht viel. Hier sind Blutflecken am Boden. Und hier haben wir jetzt 3 Druckplatten. Und zwar ist es eine Falle. Wir können leider nicht drum herum, sie auszulösen. Wir müssen sie auslösen. Und zwar werden gleich Feuerwälder loslegen. Ich gehe auch mal direkt in den rein. Die anderen beiden Gänge. Die Mauer sieht außerordentlich schwach aus. Die anderen beiden Gänge. Da befindet sich gar nichts. Und wie wir sehen, konnten wir die Mauer kaputt schlagen. Ach ja. Ein Steinchen können wir mitnehmen. So. Gut. An dieser Stelle rasten wir jetzt nochmal, weil wir kommen gleich zu einer... Ja, wie soll ich sagen? Kleinen Spieländerung, die etwas jetzt schwieriger wird. Ich werde auch nochmal speichern. Sobald wir voll ausgeruht sind. Mal Zauber halten lernen. Sehr schön. Spiel speichern. Diesmal speichern wir aufs extra Slot. Ebene 3. So. Und gespeichert. Weil jetzt kommt nämlich Folgendes. Wir gehen runter. Und das Abflussrohr zeigt Spuren von starken Verwitterungen. Die Inschrift besagt, es gibt keinen drin. Eindringlinge sind verloren. Damit hat er auch recht. Hier ist eine Druckplatte. Sobald wir diese betreten, geht hinter uns die Tür zu und wir können nicht wieder reingehen. Ja. Dann mal los. Wie gesehen, die Tür ist zu. Und wenn man jetzt keine Map hat, kann man sich hier relativ schnell verlaufen. Beziehungsweise, wenn man es nicht weiß, kann man sich sogar nicht nur sehr schnell verlaufen, sondern es wird auch relativ schwer. Hier befindet sich ein Knopf, den wir drücken. Weil hier sind überall unsichtbare Teleporter versteckt, auf die ich ehrlich gesagt wenig Lust habe. So.
hört schon sehr, sehr komische Geräusche. Und zack, eine Illusion. Ich wette, hier gibt es noch mehr davon. Wenn man nicht weiß, dass hier ein Geheimgang ist, wird es relativ schwer. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, links rum. Und dort befindet sich auch schon ein grüner Schleim, den wir kurzerhand einmal kaputt schlagen. Wir nehmen dann auch diesen Spinnenschlüssel an uns. Das lassen wir mal Cassandra nehmen, genauso wie ein Schädel und einen Trank der Heilung. Ja. Und dann gehen wir kurzerhand nochmal hier rauf. Hier ist eine T-Kreuzung, hier befindet sich aber leider nichts. Und hier bräuchten wir einen stöhnenden Schlüssel. Wir werden ihn auch direkt einsetzen. Den von Calendra. Und haben direkt die Treppe da unten gefunden. Wir gehen auch direkt hier runter. Und befinden uns dann in Ebene 4. Ah, wer kennt die Geräusche? Sind sie nicht schön? Was ich euch noch zeigen wollte, wenn ich jetzt auf Rasten gehe, um zu schlafen, das ist der tolle Nachteil bei Dungeon Level 3 und 4. Visionen des Todes und der Zerstörung stören euren Schlaf. Ihr könnt hier nicht rasten. Wie ihr seht, werden wir hier keine Ruhe finden. Das heißt, wir müssen hier durch. So. Wir gehen erst einmal hier rein. Was wohl diese schwarze, teerähnliche Masse hier ist. Durch das Loch kommt ein Luftzug. Ziemlich dunkles Loch. Wir haben nochmal einen Spinnenschlüssel gefunden. Ein Stein, zwei Schädel und zwei Knochen liegen hier noch rum. Gut. Wir gehen dann noch hier hin. Diese Spuren sehen aus wie tiefe Kratzer. Ja, wunderbar. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Ich mache schon mal meine Haste an. Ihr habt schon gesehen, was vorbeigelaufen ist, oder? Da kommt es. Das sind Riesenameisen, um die wir uns jetzt kümmern wollen. Und wir fangen erstmal in der Nische hier an. Das Problem ist, dass diese gutmütigen Viecher einfach meinen, sie müssen uns auch nur vergiften. Halten aber dafür verdammt wenig aus eigentlich. So. Immer wieder nach hinten gucken. Hier war schon lange niemand mehr. Ja. Das ist ja sehr schön, Rondine. So. Hier ist auch nichts drin. Über all diesen Nischen. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht reingeguckt. Hier befindet sich noch ein Dolch, Sarschul. Wenn sie schon einen Namen haben, sind sie wahrscheinlich magisch, aber ob sie was haben, kann ich jetzt nicht sagen. Die Steine lassen wir mal hier. Ja, und diese Ameise. Die wieder mal wegklopfen. Und diese Löcher in den Wänden, die wir vorhin gesehen haben, diese etwas größeren, sind eigentlich... Oh. Na toll. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich glaube bestimmt kein Giftheilen dabei. Aber Gift verlangsamen auf jeden Fall. So. Und jetzt habe ich mich gnadenlos verlaufen.
Ich sehe nach Norden. Ich glaube, hier muss ein etwas größerer Kampf gewesen sein. Was haben wir denn hier Feines? Oh, ein schicken Helm. Ich nehme jetzt erstmal alles einfach nur mit. Ein Langschwert. Ein Darkmoon Key. Ein Kettenhelm. Noch ein Dolch. Ein Zwergenschild. Ich weiß jetzt langsam nicht mehr, wo ich das ganze Zeug eigentlich hin tun soll. Ach komm. Futter, Nahrungspaket. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich hatte mich einfach kurzfristig mal verlaufen. Hier nehmen wir mal die Entdeckung. Der Dolch wäre magisch. Ich will mal gucken, ob ich ihn mitnehmen kann. Der Stein hier hat nichts. Der Wurfpfeil hat nichts. Der auch nicht. Zack. Den Wurf verlieren wir mit, der sieht schön aus, der gefällt mir. Dafür tun wir einfach nochmal so. Jawohl. So, jetzt haben wir schon das erste größere Problem, dadurch, dass wir vergiftet sind. Das sind mit Sicherheit Spuren einer machtvollen Bestie. Die Spuren sehen aus wie tiefe Kratzer. Da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Was mir aber einfällt, ich könnte mal gucken. Wunderbar, dass meine Stäbe doch alle so toll buchstabiert sind. Na gut. Machen wir das Ding mal weg hier. Hier rein. Und hier befindet sich der Westwind. Unser nächstes Hörnchen. Was wohl diese schwarze tänliche Masse ist. Dieses Makalendra. Und dann noch mein Helm. Der ist unmagisch. Eine Plattenrüstung. Wir haben aber alle Plattenrüstung schon an. Die hat sogar eine magische an. Orki kann keine tragen. Ach, ein Dietrich leicht eigentlich. Trank der Entgiftung aufgenommen. Wunderbar. Gutko, sauf ihn. Nochmal ein paar schicke Lederstiefel. Stiefel hat jeder an. Können wir ihr lassen. Und nochmal ein magisches Langschwert aufgenommen. Ich lasse dafür einfach mal einen der Knochen hier. So. Das Ziel unserer Exkursion hier drin haben wir gefunden. Wir wollten diesen Wind haben. Und jetzt schauen wir, dass wir nach oben kommen. Auf kürzestem Wege. Also einfach mal hier hoch. Und schauen, dass wir nicht nochmal vergiftet werden. Ja, momentan möchte man das lieber nicht rauslassen. Wir wollen aber hier raus. So, die Spinne mit für den. Und schon haben wir gefunden, was wir wollten und können wieder eins nach oben gehen, weil weitere Sachen gibt es hier drin leider nicht, die uns wichtig, oder die wichtig wären. Und wir befinden uns wieder eine Ebene weiter oben. So. Leider können wir, wie gesagt, hier auch nicht rasten. Hier treffen wir auch die Vision des Todes und der Zerstörung, die unseren Schlaf stören. Deshalb müssen wir diese Ebene auch noch schnell durchziehen. Aber das schaffen wir. So.
Dann wollen wir mal hier rein. Hier befindet sich ein Schädel, ein magischer Stab, den wir auf jeden Fall mal mitnehmen werden. Fragt mich bitte nicht, wo ich das alles hin tun möchte. Ich bin selber noch ein wenig überfragt. Wo tue ich das denn alles hin? Dahin, die rum, die rum, da um Löffelstiel. So, diese Falle musste ich auslösen. Und schon geht das los. Wir haben ein paar Gargoyles um uns rum, denen wir erstmal gehörig den Hintern versohlen müssen. Gott sei Dank tun sie uns nicht allzu sehr weh. Das Einzige, was ich vergessen hatte, ist, sie sind relativ blitzanfällig. Ja, ich glaube, wir erstmal so stehen. Weil Calendula und Saya halten beide eigentlich ein bisschen was aus. Oh, komm. Ich treffe aber auch nicht heute. So, unseren plus 5 Dolch nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Den Dolch können wir liegen lassen. Und das Schild ist auch noch magisch. Oh Mann. Ich lasse einfach mal das Kettenhemd liegen. Und diese Armschienen des Schutzes. Die klingen schon so verdächtig. Aber wir geben sie mal Saya. Die jetzt minus 6 hat und ohne sie hätte sie minus 1. Also sind die relativ stark. Minus 4. Minus 7 sogar. So. Und hier bei ihm minus 7. Und damit sogar minus 9, der gute Gutko. Jawohl. Minus 5 passt da schon. Okay. Wir hatten ja noch einen Pfeil geschossen, den wir hier wieder aufheben können. Und wir hatten das magische Schwert noch weggeworfen. Ich bin immer überfragt. Ich glaube, ich werde die Schuhe einfach hier lassen. Weil sonst hätte ich keine Idee, was ich noch hier liegen lassen könnte. Und da ich auch nicht weiß, was hier, sagen wir mal, unmagisch ist, lassen wir es einfach hier liegen. So, hier ein Knopf, der öffnet uns wieder unsere Tür und wir können wieder raus. Die Falle ist erledigt. Und dann gehen wir. Die Druckplatte ist jetzt wohl verklemmt. 4, 1 nach rechts, durch die Wand durch. Und dann schauen wir kurz einmal nach hier oben. Hier ist noch eine kleine Nische. In der Mitte befindet sich nichts. Wir haben auch, wie gesagt, die Teleporter ausgeschalten. Jetzt können wir mal ganz kurz einmal schwere Wunden heilen auf Gutko zaubern. Und dasselbe noch einmal schwere Wunden heilen auf Calendra. Dann öffnen wir unser Zauberbüchlein, gehen auf Kältekegel und gehen weiter. So, hier befindet sich wieder so eine Schleimwand, mit der wir ja ganz, ganz kurz einen Prozess machen. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal in diese Richtung. Da befindet sich wieder ein Gargoyle und ein zweiter dahinter. Leider haben wir kein Haste mehr. Und eine Wand. Auch eine klitzekleine Falle. Man geht rein und erstmal geht hinter die Tür zu. Aber wir kriegen sie ja hier auch wieder auf. Also von dem nicht so schlimm. So. Hier befindet sich gar nichts.
Hier braucht man einen Spinnenschlüssel. Wir hätten zwar einen dabei, jedoch möchte ich den erst einmal nicht benutzen, sondern möchte erstmal nach links nicht wenden. Hier brauchen wir auch überall Spinnenschlüssel. Genau, alle brauchen Spinnenschlüssel. Dann öffne ich mal den Weg. Und werde da mich erstmal reinbewegen. So. Hier ist nochmal eine Schriftrolle. Fluch brechen. Ein sehr, sehr schöner Zauber, den wir uns auf jeden Fall jetzt mal merken werden. Nein, nicht so. Rollen notieren. Fluch brechen. Ja, wir müssen rasten, um Zauber zu lernen, ist klar. Aber wenn wir jetzt was anziehen würden, also jetzt noch nicht, weil wir noch nicht rasten können, nicht lernen können, den Zauber. Das wäre die Tür gegenüber gewesen. Wo kommst du denn jetzt her? Wo kam denn der jetzt her? Na gut. Die Tür lasse ich gerade mal schnell zu. Ich gehe hier oben raus. Und hier hatten wir angefangen in diesem Kreislauf. Dann machen wir mal die Türen hier auf. Leider befindet sich in diesen Türen nicht allzu viel. Diese Tür hatten wir zugelassen, machen wir jetzt auch auf. Und das ist die letzte von diesen Wänden. Diese Tür lasse ich gerade noch mal ganz kurz zu. Die letzte Wand, die so zu ist. Hier sind wir über den Spinnenschlüsseltüren. Und da können wir weitergehen. Und dieser lässt einen Schlüssel für uns fallen. Sehr, sehr schön. Haben wir eigentlich... Ich glaube, Sayat. Ja, ist ja gut. Wo auch immer du herkommst, aber okay. So. Ein grauer Schlüssel. So. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Aber okay. Gut. An dieser Stelle werde ich wahrscheinlich das Abenteuer auch beenden. Ihr braucht einen Schlüssel. Genau. An dieser Stelle beende ich das Abenteuer für heute. Wir werden das nächste Mal hier wiedersehen. Spieloptionen, Spiel speichern. Wir machen es wieder aufs normale Let's Play, weil das ist unser Sicherheitssafe, falls es doch mal zu kritisch wird. Was ich ja bis jetzt denke, was nicht so schlimm wird. Speichern wir wieder ab. Ich danke euch fürs Zusehen und freue mich schon auf eine weitere Runde mit euch bei erstmal 102. Ja, 2, ich bin mir sicher. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao.